Was mitgebracht. Da sind wir wieder. Ich und meine Schwester Clara. Du sollst uns nicht verwechseln, dass das hier ich bin. Das ist Clara. Und da, das bin ich. An einem Sonntagmorgen, als Papa und Mama einen Spaziergang machten, sagte meine Schwester Clara zu mir, wir müssen heute Papa und Mama zeigen, was für brave Kinder wir sind. Gut, aber was tun zwei brave Kinder an einem Sonntagmorgen, wenn sie allein zu Hause sind? Wir werden Papas und Mamas Schuhe putzen. Ganz blank. Wie findest du das? Toll. Als ein ganzer Berg von Schuhen mitten in unserem Wohnzimmer lag und ich tüchtig mit dem Putzen begann, meinte meine Schwester Clara, weißt du was, so geht das nicht. Kein Mensch putzt so schmutzige Schuhe im Wohnzimmer. Wir gehen besser ins Kinderzimmer. Als ich wieder tüchtig mit dem Putzen begann und lauter Staubwolken herumflogen, meinte Clara, gehen wir besser in die Küche. Also schleppten wir den ganzen Schuhberg diesmal in die Küche. Clara teilte die Schuhe in Farbhaufen ein, schwarze, dunkelbraune, hellbraune und ganz helle. Dann putzten wir tüchtig die Schuhe, so wie es sich für zwei brave Kinder gehört. Bald war die Küche in dicke Staubwolken gehüllt. Unser Kater Kasimir und unser Dackel Schnuffi beobachteten uns neugierig. Geht weg, rief Clara, sie wollte sie verjagen. Aber sie ging nicht weg. Plötzlich merkte ich, dass die Schuhcreme in der schwarzen Dose immer weniger wurde. Ich wusste aber nicht warum. Als ich die dunkelbraunen Schuhe putzen wollte, sah ich in der Dose so etwas wie ein... Niemals. Aber vielleicht ein Teppichboden. Nein, auch nicht. Dann sind diese Flecken da keine Windpocken, sondern Schuhcreme. Jetzt sah Clara auch, was ich schon gesehen hatte. Der Küchenboden, der Flurboden und leider auch der helle Teppichboden im Wohnzimmer waren mit kleinen schwarzen und braunen Flecken bedeckt. Schuhcreme. Sie sahen aus wie Windpocken. Der Dackel Schnuffi und unser Kater Kasimir spazierten herum und druckten mit ihren Pfoten immer neue Flecken auf den Boden. Mensch, was werden Papa und Mama sagen? Ich finde es gemein, dass wir nachher beschimpft wurden, obwohl wir mit dem Schuhputzen nur zeigen wollten, was für brave Kinder wir sind.